So, Moment, ich muss gerade noch schnell die Einkaufsliste zusammenschreiben. Mann, schickt man ja zum Einkaufen, echt. So, ich höre Sie schon, ich höre die Frau Schlomke schon. Was ist sie doch, oder? Ich kenne die ja nur immer aus dem Fernsehen, ne? So, mal, meinen Sie, ich krieg nachher ein Autogramm für unseren Oberbürgermeister? Achso. Hallo, Herr Markus. Markus war's, ne? Das ist der Ordnungsbeamte, der für Recht und Ordnung sorgt. Das ist, war der nicht mal Tankwart? Hallo, Frau Schlonska. Schlomka. Slonska, ja, sorry. Hat die was mit den Augen, weil die so drin? Ach so. Ja, verstehe. Ich muss jetzt noch schnell meinen Einkauf. Muss noch über Bergkarabach was schreiben, hier. Ja, die Kollegen unterhalten mich derweil ganz fantastisch. Die haben spannende Geschichten über sie. Aber ich halte dicht. Das ist das A und das O in der Stadtpolitik. So, Vertrauen, wie bitte Geschichten, aha. Ja, was man so erzählt. Ach, Späßchen. Na dann. Späßchen. Was habt ihr mir denn da für ein Brüderle geschickt? Was? Wer hat was erzählt? Entschuldigung, die Frau Schlenske wollte wissen, wer Sie sind. Wegen der... Was? Zicke? Frau Schlenske, die Kollege wollen gerade nicht... Also die sind nicht so... Also die möchten gerne akronym bleiben. Also in inkognito oder so. Zicke, hm? Ja. Ja, mal wieder ins Studio kommen, die Brüder, ja? Das hat der Klaus auch schon mal probiert, von wegen Zicke. Ja? Jetzt hat er ein schiefes Gesicht. Pff. Ja, den mag ich, den Henk Lebe. Ja, eierloses Sackgesicht. Wer ich? Nein, also das gehört jetzt auch nicht hierher. Soll die Maske denn aufbleiben? Ja, es ist doch Corona, oder? Wo ist eigentlich Ihre? Das wäre doch für Sie auch von Vorteil, oder? Bitte? Ja, also wegen der Infektion auch. Also ich frage mal hier die Kollegen. Also die Kollegen sagen, es gäbe genug Abstand. Und wir sind uns ja leider nur virtuell nah, Frau Schlötzke. Schlomka, was ein Spacken. So können wir. Ja, natürlich. Wie sehe ich aus, Frau Schlomka? Also wenn Sie mich schon so fragen, dann lassen Sie die Maske lieber auf. Nee, das geht schon. Soll doch jeder sehen, wer ich bin, oder? Ja, dann jala. Ich muss ja auch noch in die Maske, oder? Ja, natürlich. Bisschen Make-up kann nie schaden. Ja, da haben Sie recht. So, sind jetzt alle Fragen geklärt? Können wir dann? Du liebe Zeit, da haben Sie wirklich recht. Das ist ein Besen, ist das. Na, schlimmer als im Stadtpark. Ja, was denn jetzt? Wissen Sie, ich habe von meiner Frau hier noch von gestern was zu essen mitgebracht. Das habe ich vorher gegessen, deshalb sind wir so ein bisschen in Verzug. Es gab Schweinsmedaillen an Rotweindingens. An Rotweindings. Soße? Ja, auch. Wer ist aber recht gesund? Unser Oberbürgermeister, ne? Der geht ja mit seinen Kindern zu McDonalds. Meine Frau mag das auch manchmal, dann bringen wir unserem OB was mit. Letztens hat es jetzt nicht geklappt, da musste er sich selbst versorgen mit seinen Kindern. Ah, dann wird ja einiges klarer. So, können wir dann bitte? Ja, bereit, wenn Sie sind. Ich kann schon lang. Oh, wenn ich das jetzt gesagt hätte. Entschuldigung. Spaß natürlich, Spaß. So, Krawatte sitzt, ist es ein Magenzeichen von mir, vom Markus, ein Magenzeichen, ne? So. Ja, alles gut, sitzt gut. Ja, aufpassen, Frau Schlocke, aufpassen. Ich habe Verwandtschaft in Offenbach, die guckt TV und die gucken genau hin. Wenn die Krawatte schief sitzt, gibt's Zuschauerpost, da kennen die nichts. Naja, wenigstens kann ihre Verwandtschaft schreiben, ist ja schon mal was für Offenbach. Oh, da hoffe ich jetzt aber mal, dass dieses Gespräch nicht gesendet wird, sonst gibt's aus. Was soll denn so ein Gespräch senden? Ich muss Sie bitten, ja, also wir sind seriös, wir machen sowas nicht. Rotwein-News war's. Meine Frau macht ja immer so Kochkurse hier in Frankfurt beim schwulen Koch. Bin ich ganz froh, kann nichts passieren. Also, weil schwul und, naja. Also, der Koch ist schwul? Das wusste ich ja gar nicht. Ich denke, er hat Billfinger ruiniert. Die Billfingers kenne ich, die sind in Ordnung. So, Könnten wir dann bitte? Ja, bereit, wenn Sie es sind. Wie sehe ich aus? Ja, ist alles gut. Können wir? Alles klar, Frau Schlotschka, worum geht's eigentlich? Schlomka! Naja, wie Sie hier in Frankfurt die Corona-Krise in den Griff bekommen. Och, da gehen wir einfach den amerikanischen Weg. Spaß. Das habe ich kurz vergessen. Erinnern Sie mich bloß nicht an den. Dann lieber mit Markus oder mit dem Oberbürgermeister. Ja, das ist unfair. Dagegen ist Ihre alberne Krawatte zumindest eine Bagatelle. Ja, und ich habe immer sehr schöne Krawatten an. Ne? Die Apfelsine aus Amerika hat immer so ein Aluhaut an. Naja, okay. Aber ich sag mal, der Baum, Sie müssen den Baum, nach dem Baum fragen. Was für ein Baum? Luka. Ja, also der, das ist das sozusagen der Weihnachtsbaum. Was hat denn das bitte mit Corona zu tun? Schauspiel. Naja, also, wenn der Frankfurter sich nicht aufregen kann über Baum und Schauspiel und sowas, dann kommt er mit der Quarantäne nicht mehr zurecht, ne? Und so kann er sich aufregen, sozusagen, sonst wird er ganz fickerig, ne? Das ist dann wohl der berühmte Frankfurter Neue Weg, oder was? Ja, so, können wir dann?
wie die Fahrradstreifen, ne? Hören einfach irgendwo auf und dann bleibt man wach, ne? Auf der Straße, wissen Sie, wach, Spaß. Obwohl, es wäre vielleicht was für unseren Verkehrsdezernent, wach bleiben, ne? Naja, oder OP. Ach, der Witzbold aus Ihrem Rathaus, oder? Naja, also witzig ist er eigentlich nicht, ne? Vielleicht verwechseln Sie mit dem Digger aus dem Stadtparlament. Der ist witzig und hat abgenommen, aber ist aber immer noch witzig. Aber der OP, na, ich weiß nicht. Naja. Ist ja gut. Ich glaube, der wollte mich sowieso nur anmachen, oder? Ist doch so ein Frauenversteher, oder? Naja, also ich weiß nicht, was ich gehört habe. Also, gut, jetzt. Ja. Jetzt haben wir Sie ja, Herr Markus. Da möchte ich Sie aber auch beglückwünschen. Einen besseren kriege ich streiche ich mal Frankfurt von meiner Liste. Danke für den Tipp. Sehr gerne, Frau Schlenke, sehr gerne, Frau Schlenke. Können wir dann? Ja, also, ich bin bereit. Gut. Sie's. Jetzt das Holdoch-Journal mit Henrietta Schlonger. Corona betrifft ja gerade die großen Kommunen. Aus Frankfurt begrüße ich den obersten Ordnungsbeamten. Guten Abend, Herr Schmalzkus, Schmand, Röttelprömpft.